Hallo Leute von heute. Heute stelle ich euch zwei Lego Ninjago Sets aus der Staffel 15 vor, die schon offiziell draußen sind. Ich weiß, es gibt schon Set-Images zu allen Bildern, aber erstens, die sind etwas verschwommen und zweitens, die sind eigentlich noch nicht offiziell draußen. Das heißt, ich würde sehr viel Ärger bekommen, wenn ich das machen würde. Und ja, falls ihr meine Meinung zu Ninjago Staffel 15 sehen wollt, dann schaut mal auf meinen Zweitkanal Darth Star Jago vorbei. Und hier im Hintergrund können wir schon mal direkt das erste Set sehen. Und zwar Lloyds Unterwassermech. Ungefähr so wird das Set heißen. Und ich gehe mal davon aus, dass es ungefähr 200 Teile haben wird und 20 Euro kosten wird. Ist auf jeden Fall ein ganz solider Mech. Ich finde ihn jetzt nicht so krass, aber geht auf jeden Fall klar. Mit dabei ist dann auch so eine Wasserschlange, die das Mold von so einer Pyroschlange, die wir schon aus Staffel 11 kennen, hat. Und halt eben dann noch das Wasseramulett und halt eben Lloyd in seinen Taucheranzug, was auch nochmal sehr schön ist. Insgesamt ein ganz solides Set. Als nächstes Set haben wir dann Jays Unterwasserbike. Mit dabei ist dann Jay in seiner Taucherausrüstung plus nochmal Cole. Ich weiß jetzt nicht, warum Cole in seiner Taucherausrüstung mit dabei ist. In der Staffel hat man das nicht ein einziges Mal gesehen. Aber okay, nehme ich gerne an. Mit dabei sind dann auch noch zwei Wasserschlangen. Ich weiß jetzt nicht genau, warum sie die wieder zurückgebracht haben. Aber gut, darauf gehe ich mehr in meinem anderen Video ein. Und ja, an sich ein sehr schönes Set. Für 40 Euro kommt es raus. Erinnert mich etwas an diesen Jace Geisterfänger aus dem Jahr 2015, basierend auf der Moro-Staffel. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr hattet viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.